Wir machen weiter mit Buff Snakes. Und als allererstes, wie immer am Morgen, gehen wir einmal raus. Und gucken, ob wir was zu essen haben wollen. Ja, ein Blaubeerschälchen. Ich bin tatsächlich auch privat ein großer Fan von solchen Blaubeerschälchen. Wo ist unser Hund? Da ist Wuffi. Wuffi? Ja, ist ja gut. Ist ja feiner Hund. Feiner Hund. Prost. Oh mein Gott. Ich habe die wichtigste Frage vergessen. Jetzt habe ich die YouTube-Aufzeichnung schon angeschmissen. Also auch für euch bei YouTube. Wichtigste Frage am Anfang des Streams ist immer, wie geht's euch und was habt ihr zu trinken dabei? Schreibt es auch gerne unter die Kommentare. Und hier im Stream, wie geht's euch? Und was habt ihr überhaupt zu trinken dabei? Ich trinke heute einen schwarzen Kaffee. Prost. Keine Milch. Ich trinke ihn pur. Ich glaube, ich war tatsächlich in der Mitte. So, Wasser. Ja, alles gut. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir machen müssen. Und holen uns das mal zurück in die Gedächtnisse. Wir sollen noch einen Steinpilz und einen Diesel sammeln. Eine Distel und eine Pfeife bauen. Wir erinnern uns, wir sollen dort in die... Ist das dein Ernst, Katze? Moment. Wenn du schon hier reinkommst, dann musst du wenigstens Hallo sagen. Sagst du Hallo? Sagst du Hallo? Miau vielleicht? Nee, ne? So, jetzt habt ihr es auch bei YouTube mal gesehen. Das ist der Vorführeffekt. Immer wenn ich mit einem, ich weiß nicht warum, immer wenn ich mit einem Video anfange, immer in den ersten 5 Minuten kommt die Katze. Das muss irgendwie wie ein Gefühl sein, wie, ah, Herrchen macht jetzt was Wichtiges, da muss ich jetzt hin, miau. Irgendwie so, ich habe keine Ahnung, das ist mir ein Rätsel. Also wenn ihr schon mal eine Katze wart in einem früheren Leben, schreibt das gerne mal, das würde mich mal interessieren. Dino Rossi, Dankeschön für dein Abo. Danke, 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 danke. Cool, Dankeschön. Ja, also, wie gesagt, jedes Mal kommt diese Katze. Gut, wir lassen uns nicht davon abhalten. Wir sammeln eine Distel und Steinpilze. Disteln habe ich im Garten genug, Steinpilze nicht. Aber die kann ich leider nicht mitnehmen. So, wir gehen erstmal geradeaus und wir schauen nochmal kurz ins Inventar. Wir haben genug dabei, ne? Wir könnten noch ein paar Beeren sammeln auf dem Weg, aber ansonsten ist das, denke ich mal, erstmal okay. Genau. Mein Kater ist besonders gereizt, wenn man was an digitalen Geräten macht. Da will er immer Aufmerksamkeit. Ja, irgendwie sowas muss das bei uns auch sein. Ja. Ein Hopfenblütentee. Lieber Ziel, ist das wirklich ein Hopfenblütentee oder ist das ein Hopfenblütentee? So, guck mal, da haben wir schon Steinpilze. Ich glaube, die sind das. Was zum Henker bist du denn? Nein! WTF, der hat ein TNT-Fass auf dem Rücken. Was ist das denn? Was zum Henker? Wuffi, geh da nicht so dicht dran. Nee, Zombies. Was zum... Boah. Eieieiei. Oh. Das ist so, ich finde diesen Hund so süß. Das ist so niedlich. So, jetzt müssen wir erstmal noch nach Disteln gucken. Ich komm da nicht drüber hinweg, ey. Da rennt da ein Zombie mit einer Bombe auf dem Rücken rum. Wo hat der denn das her? Geht der in den Zombie-Laden und sagt, ja,
Keine Ahnung. Wo hat ein Zombie? Wo kriegt ihr eine Zombie? Wo kriegt ihr eine Bombe her? Und zum Henker, wer schnallt einem Zombie einen TNT-Fass auf den Rücken? So dass es nicht abfällt, wenn er sich bewegt. Mir geht's tatsächlich heute Abend ganz gut. Ich könnte jetzt sagen, weil ich sturmfrei habe, aber dann muss ich in der Badewanne schlafen. Nein. Also mir geht's tatsächlich ganz gut. Ja, ist gut. Nein, alles gut. Nein, nein, nein. Nur ein bisschen streichen. Du bist so ein gutes Pferd. Ja. So. Jo, also, Distel haben wir. Kehre zum Stammesoberhaupt zurück. Wir haben auch noch zwei Weltenstücke. Die will ich mir allerdings aufheben. Beziehungsweise, ich zeige euch nochmal meinen Plan. So. Also, Plan Nummer 1 ist, ich weiß es nicht, ob es sowas gibt. Ich hätte gerne hier einen Bereich, den wir hier abschließen können. Ansonsten müssen wir eventuell das Stückchen hier rausmachen. Eigentlich bräuchten wir Wald und See. Das wäre perfekt. Und dann will ich hier hinten das Ding noch zumachen. Und dann müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir weitergehen. Und wenn wir auf C gehen, das Problem ist, ich habe noch kein Wald und See. Ich habe Wald, See und Brücke. Ich habe aber nicht Wald und See. So wie hier. Das fehlt mir noch im Inventar. Und das wäre wirklich so ein Ding, das ich noch bräuchte. Wir haben zwar hier alles, aber das können wir dann nicht anpflanzen. Das ist nur ein bisschen schade. Das versuchen wir nochmal. Und was wir übrigens noch machen können, ist einmal... Ah, jetzt geht die Welt schon unter. Beziehungsweise, nee, die Zeit. Das ist ärgerlich. Ich wollte gerne das Stückchen noch freischalten. Ja, jetzt haben wir uns nicht gemerkt, was wir dafür brauchen. Nee, jetzt will ich tatsächlich das erstmal noch nicht machen. Wir gehen auch nicht zum Stammesoberhaupt. Wir werden noch mal schauen, dass wir noch ein paar Beeren holen. Und da ist ja schon wieder... Boah! Das ist ja alles regeneriert worden. Durchs Neuladen. Boah, ist das ärgerlich, ey. Wie sind die Wölfe nicht neu da? Boah, das ist ja auch einer. Die muss ich ja alle neu killen, diese Zombies. Pferde-Zombies gibt's nicht. Ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Ich würde tatsächlich erwarten, ja. Das ist ja... Oh, nee. Komm, damit das machen wir heute nicht mehr. Das ist ja fies. Die sind echt alle... Die sind echt alle neu da, ne? Dann machen wir das morgen früh. Und dann holen wir uns jetzt hier erstmal... Komm, dann nehmen wir uns immer noch so ein Steinchen mit. Also zurück zum Thema. Frage war, Pferdezombies gibt's nicht. Ich bin mir dessen tatsächlich nicht sicher. Es gibt ja auch Wolfszombies. Und da stelle ich mir ernsthaft die Frage, warum sollte es keine Pferdezombies geben? Keine Ahnung. So, einmal dich bitte. Ja, du bist so ein guter Hund. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Holz mit. Ja. Normalerweise versuche ich diesen ganzen Unsinn, den ich hier live erzähle, mal rauszuschneiden. Okay. Wir sollten das Feuer anmachen. Schneller. Es kommen Zombies. So. Kochen. Haben wir was zum Kochen? Ja. Wir sollten aber erstmal bitte, 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 bitte nochmal ein bisschen anfeuern, das Ganze. Das ist ja kein Virus, das ist in dem Fall, also wir spielen hier nicht, wie heißt das Spiel, Dying Light, sondern es ist tatsächlich ein Meteor, der dich getroffen hat. Also halte ich es durchaus für möglich, dass der auch dich betrifft. Jetzt kochen wir aber erstmal. Ich würde gerne die ganzen Sachen hier durchkochen. Na, top. Sehr gut. Genauso Muckwidert. Sehr schön. So, jetzt müssen wir noch einen Schluck trinken. Und jetzt würde ich sagen, legen wir uns erstmal hin eine Runde. Und dann sehen wir uns morgen früh. Lecker. So, also, da ist Hündchen. Jetzt, bevor wir das mit dem Typen hier machen, ich würde sagen, wir müssen ja da unten hin und uns eine rauchen. War das hier? Genau, da müssen wir hin. Bevor wir das mit ihm machen, will ich
erst nochmal nach oben gehen und uns ein bisschen was holen. Aber am Morgen ist es ganz wichtig, erstmal was essen. Und ich hätte tatsächlich gerne noch Hunger auf einen Steak. Wir haben tatsächlich Fleisch da. Das könnten wir noch kochen. Das machen wir nochmal. Der Rucksack ist schon wieder voll. Gibt's doch nicht, ey. Warum ist denn der immer voll? Das ist übrigens eine Sache, die mich ein bisschen stört, dass ich hier gar nicht sehe, wann ist das Ding voll und wann nicht. Jetzt essen wir erstmal das Steak und dann sind wir immer noch relativ weit weg. Dann würde ich sagen, essen wir noch ein Blaubeerschädchen. Und dann sind wir hier relativ voll. So, und jetzt gehen wir erstmal da unten hin. Und machen uns ein paar Zombies leer. Ich hoffe, die schießen nicht mit irgendwas. Oh, ist das fies. Ah, ich erinnere mich. Verdammt, das waren diese Säure-Zombies. Ja, gut. Ah, ist das gemein, ey. Ah, er ist auch gleich hin. Gut. Was ist nicht, dass diese... Das ist finde ich, echt ein bisschen ärgerlich, dass diese Zombies sogar neu spawnen, ey. So, jetzt nehmen wir uns mal ein paar Beeren mit. Wärme 56. Da müssen wir uns einmal die Pelzrüstung anziehen. Und dann haben wir das. Ganz wichtig, die Pelzrüstung müssen wir unten ausziehen. Oben, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Oh, mehr geht nicht. Wir sind bei 3 Maximum angelangt. Minikule LP. Hi, schön, dass du da bist. So, ich wollte mal sagen, jetzt gehen wir mal zum Stammeshäuptling. Hast du die Zutaten gesammelt? Ja, habe ich. Dann lass uns mal schauen. Danke, dass du alles besorgt hast. Ich werde die Mischung für die Pfeife vorbereiten. Na, da bin ich ja gespannt, was da drin ist. Man schnappt sich einen Beutel und malt den Inhalt mit den Zutaten. Dann füllt er alles in eine Pfeife. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Pfeife überhaupt in der Hand gehalten. Die Pfeife ist bereit, junge Ayana. Bist du bereit, die Reise ins Jenseits zu unternehmen? Wenn es eine Reise mit Rückkehr ist, dann ja. Ansonsten würde ich das tatsächlich ablehnen und was anderes spielen. Was antwortest du jemandem, der dir sagt, rauch eine und mach dich bereit, ins Jenseits zu reisen? Also, ich sag's euch ganz ehrlich, ich würde ihm eigentlich antworten, hau bloß ab und sieh zu, dass du Land gewinnst. Aber, ich befürchte, dass wir dann hier nicht weiterkommen. So, ja, ich bin bereit. Auf geht's. Also gut, nimm die Pfeife vom Tisch, nimm einen tiefen Zug und leg dich hin und suche denjenigen, der den Weg des Wolfes kennt. Wuffi. Wuffi, du bist gemeint. Visions. Zeit, mit dem Ältesten hinter dem Schleier zu sprechen. Nimm einen tiefen Zug aus der Pfeife, sprich mit dem Ältesten. Habe ich die Pfeife jetzt dabei? Wie mache ich denn das? Zum Henker ist die Pfeife, liegt hier irgendwo auf dem... Ach, ja, da wo es leuchtet. Klar. Das Licht zeigt an, dass es aus ist. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Kann ich runterfallen? Kann ich runterfallen? Das ist schon mal gut. Ach du Hermine, was bist du denn? Was ist das denn hier? Okay. Es ist Viertel vor 3 nach 17. Irgendwie so. Viertel vor 2 nach 6 oben. Jetzt bist du high. So ist das, wenn man high ist. Es tut mir leid, ich kenne diesen Zustand nicht.
Was zum Henker soll ich hier tun? F? Ah! Ja, klar. Mein Hai, es fehlt natürlich die Anzeige unten. Willkommen, Ayana. Ich habe dich bereits erwartet. Du hast Fragen an mich. Vergeude keine Zeit und frage. Okay, dann vergeuden wir mal keine Zeit. Ein Moment. So. Ja, dann würde ich sagen, fragen wir direkt, ob sie etwas über einen grünäugigen weißen Wolf weiß. Ich beschäftige mich viel mit Wölfen. Grüne Augen sind nichts Gewöhnliches, absolut nicht. War es ein Freund, den du mit diesen grünen Augen gesehen hast? Sagen wir ihr, dass wir... Dass die... Schwer. Sagen wir ihr die Wahrheit? Lügen wir sie an? Also, ich schätze die Ayana nicht so ein, als dass sie eine Lügnerin ist. Das war nicht dein Freund. Nein, der Wolf war nicht ganz gewiss nicht ein Freund. Oh, das ist schade. Oder vielleicht auch nicht. Zu diesem Zeitpunkt kann ich es nicht genau sagen. Hat er sich ein anders verhalten, als er dich mit diesen Augen angeschaut hat? Ja, er war aggressiv. Das ist gut zu wissen. Ich danke dir. Wurde etwas bewegt? Was meinst du damit, dass sich etwas bewegt hat? Wenn sich Sachen bewegen, ist das nicht immer etwas Gutes. Das ist gar nichts Gutes. Denk daran, Ayana. Du musst diejenigen im Auge behalten, die Dinge bewegen. Was sie damit meint? Ja, was meinst du damit? Toll, gut. Dann rede halt nicht mit mir. Was soll ich jetzt machen? Jeder muss seinen eigenen Weg im Leben bestimmen. Ja. Habe ich gemacht. Deswegen habe ich eine Pfeife geraucht und bin jetzt high. Danke. Dein Weg führte deine Knochen durch die eisige Kälte. Doch vielleicht ist es an der Zeit für eine Veränderung. Boah, ein Bad wäre cool. Menschen sind in Not und du besitzt die Stärke, ihnen zu helfen. Du besitzt einen Fellmantel. So, ich habe ein Fragment von etwas, das einmal ganz war. Das macht Sinn, denn wäre es kein Fragment. Wenn ich wieder... Vollständig kann es den Weg von dir erhellen. Aha. Nun geh, Ayana. Verändere deine Umgebung. Hilf den Hilflosen. Lass die Seuche ein Ende haben. Und deswegen habe ich jetzt was geraucht? Ernsthaft? Das hätte ich mir auch ersparen können. Okay, gut. Reden wir nochmal mit den Typen. Und konntest du sie finden? Oh, was haben wir denn hier? Ja. Sie redete viel und sagte nichts. Ja, ich weiß, die Älteste im Jenseits zu sehen, kann manchmal abschreckend sein. Abschreckend war das eher nicht. Konnte sie etwas Licht in die Angelegenheiten bringen und dir einen Weg weisen? Also wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt gerne nach Corps Creek gehen. Alles andere macht für mich jetzt gerade keinen Sinn. Wir sollen den Leuten helfen. Irgendwo in Corps Creek soll diese Seuche ausgebrochen sein. Also lasst uns einfach hin. Wir wollen nach Corps Creek. Wenn du denkst, dass du dort mehr Antworten findest, dann wünsche ich dir viel Glück auf deinen Reisen. Na, das hört sich ja nicht an. Pass auf dich auf, Ayana. Oh ja! Ein neues Weltenstück entdeckt. Mega. Sehr cool. Hi ho, schön. Ihr spielt auch gerade Buff Snakes. Das freut mich. Das ist auch ein tolles Spiel, muss ich wirklich sagen. Das hat mich echt überrascht, dieses Spiel. Dieses Jahr. Oh, wir können da was öffnen. Gucken, ob da irgendwas drin ist. Bohnen. Sehr gut. So. Wenn wir schon dabei sind.
Da nehmen wir gleich noch ein bisschen Zinn mit. Ach, verdammt. Nein, 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 nein. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Wir haben drei Weltenstücke. Die müssen wir erstmal einsetzen. Ja, ist ja gut. Ja. Ist ja gut. Alles gut. Genau. Lass mich doch mal da gucken. Gut. Du hast einen Stein gefunden. Toll. So, jetzt gehen wir erstmal zum Kartografietisch. Ansonsten würde ich diese drei Stücke jetzt erstmal anders verbrauchen. Das Problem ist, dass wir oder dass ich nicht weiß, ob wir alles haben dafür. Ah, die überfallene Ranch. Vier Eisenerz. Eis für Sir Frank Needful. Ein Eisenerz. Ja. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Aber wir können mal gucken, dass wir. Das haben wir alles nicht, ne? Dass wir noch so einen Wald bauen. Nee, das geht nicht. Lass uns mal gucken, dass wir dort noch etwas. Warte mal, das war ein Eisenerz. Also müssen wir eh wieder nach unten. Ne? Dann lass uns mal zumindest noch zwei Elemente da unten ans Kalte ranbauen. Einmal so ein Ding hier. Ja. So. Da haben wir nämlich auch ein bisschen Eisenerz. So. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir noch Eisenerz haben. Hier hatten wir welches, da hatten wir welches, da ist welches. Da müssten wir welches finden, da. Das sollte hoffentlich erstmal genug sein. Wir müssten dann hinterher schräg rübergehen. Also morgen früh, wenn wir uns das Eisenerz holen. Okay. Gut, das sollte erstmal reichen. Jetzt müssen wir draußen das Feuerchen anmachen. Unsere Tradition. Und nochmal ordentlich ein Holz nachlegen, bitte. Und wir dürfen halt jetzt tatsächlich nicht allzu viel aufsammeln, weil ich diese drei Sachen vernünftig investieren möchte. Und jetzt muss ich einmal gucken, ob wir Hunger haben. Wir müssten etwas für unser Gehirn tun. Wir schauen mal, ob wir da vielleicht irgendwas Leckeres haben, was wir jetzt heute Abend essen können. Geistige Gesundheit, 20 Hunger und Durst. Top. Das nehmen wir einmal. Oh, eine leckere Mahlzeit. Ja, so langsam sind diese Mahlzeiten verbraucht. So. Da war es das auch schon. Okay. Was ich übrigens, jetzt gehen wir mal rein und dann zeige ich euch noch eine Sache, was ich auch noch gerne hätte. Jetzt muss ich mal gucken, wo das gebaut wird. Glaube, das war hier. Ich hätte tatsächlich gerne. Oh, wir könnten sogar Standfackeln bauen, zwei Stück. Ich hätte aber ansonsten gerne so eine Flaschenfackel. Aber diese Standfackeln finde ich ganz cool. Das machen wir mal morgen früh. Die würde ich dann nämlich gerne unten hinstellen bei unserem Produktionsbetrieben, damit wir dort ein bisschen Licht haben für die Zukunft. Das fände ich ganz gut. Okay, jetzt legen wir es erstmal hin. Einmal speichern. Einmal schlafen. Gutes Nächte. So. Guten Morgen. Und ich würde sagen, wir trinken einen Schluck, essen was und dann machen wir uns auf den Weg nach unten. Wir haben alles dabei. Pfeile haben wir noch genug. Und jetzt will ich aber tatsächlich erstmal diese Standfackeln bauen. So viel Zeit muss sein. So, einmal die beiden Standfackeln bitte.
Und so, wo stellen wir die hin? Also einmal, tja, ich würde es da in die Mitte stellen. Und dann müssen wir morgen früh mal gucken, wie gut die mit Baumharz entzünden. Nee, das machen wir morgen früh erst. So, dann gehen wir erstmal nach unten, bewaffnen uns mit der Axt und gehen erstmal Richtung Eis und holen uns das Eisenerz. Das ist wichtig. Und sagen, da können wir ruhig ein bisschen. Wo ist das Klohäuschen? Ich glaube, Klohäuschen haben wir noch nicht. Na, nicht böse werden. Nicht böse werden. So. So, mal gucken, dass wir hier links abbiegen. Boah, da sind ja auch Zombies. Moment, dann nehmen wir mal. Da sind aber böse Zombies. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Na, komm her. Die ist aber auch fies. Die sprüht auch in alle Richtungen, ne? Und auch widerstandsfähig. Was soll das hier? Ah, jetzt ist er weg. Alles klar. Einmal plündern. Dann haben wir tatsächlich. Einmal da bitte. Wir brauchen 5 Eisenerz. Bin nicht ganz sicher, wie viel wir hier rauskriegen. Ernsthaft? 1? Boah. Leute, 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 Leute. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Eisenerz hätte ich gerne. Holz? Na toll. Ich brauche Eisenerz. Das gibt es aber nicht. Normalerweise war doch hier Eisenerz. Das ist das Polarbären-Territorium. Hoffen wir, dass wir keinen finden. Da ist noch ein bisschen Eisenerz. Ja, ansonsten bauen wir uns erstmal nur das eine Teil. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, ja. Sehr gut. So, mehr Eisenerz. Da liegt der Typ. Hier, glaube ich, gab es keins. Ah, das ist jetzt natürlich. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ah, guck mal, direkt beim Haus ist noch eins. Dann haben wir es. Sehr gut. Ja, dann bleibt sogar noch eins übrig. Top. Das können wir nutzen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal quer. Moment, da war irgendwas. Hat denn jetzt gewufft? Ach, shit. Ich habe nicht aufgepasst. Wir gehen jetzt einmal schnell hier durch, bevor uns die Zombies finden. Und dann reisen wir mit dir, bitte. Einmal zu meinem Anbindefall. So. Wunderbar. Da sind wir schon. Und dann können wir, ja, noch nicht entzünden. Zum Kartografietisch gehen und einmal das bitte freischalten. Zack. Und einmal den hier. Ja, sehr schön. Eine Prärieacker. Oh, toll. So, und wir haben es tatsächlich ja auch noch übrig. Das heißt, wir können einmal den. Ja, ich würde sagen, wir machen das direkt hier oben ran, ne? Einmal dahin. Das kommt direkt oben dran, bitte. Hopp. Mega. Sehr cool. Und dann gehen wir jetzt nochmal ein bisschen Wasser holen und ein paar andere Sachen machen. Wir haben jetzt noch genug Zeit. So ein paar Basics, noch ein paar Blaubeeren pflücken. Und sobald das Licht untergeht,
Also die Sonne untergeht, machen wir noch ein bisschen was zu essen. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall noch einmal zum See. Na toll, ja, klar. Dann nehmen wir nur 3 Wasser mit. So, das müsste 3, müssten 3 gewesen sein. Dann einmal alles entzünden, bitte. Unter anderem auch ihn hier. So. Ah, wir brauchen echt viel Baumharz dafür, ne? Das ist ein bisschen schade. Einmal den hier entzünden. Ein bisschen befeuern. Und dann gucken wir erstmal, dass wir das Wasser hier kochen. So, dann machen wir uns gleich wieder ein Blaubeerschälchen, damit wir auch was zu essen bekommen. Und dann würde ich tatsächlich gerne mal schauen, was wir damit machen können. Ah, tatsächlich nicht so viel. Das ist nur eine Mahlzeit mit Essen. Nee, lassen das mal bleiben. Okay. Gut. Ja, jetzt würde ich gern mal sehen, was passiert, wenn das Licht hier untergeht. Aber ich würde sagen, wir gehen schon mal rein. Wir haben noch ein Weltenstück jetzt tatsächlich übrig. Das würde ich gerne in so eine Prärie noch investieren und das da hinsetzen. Was einfach, damit das einfach schön aussieht. Und just in dem Moment geht's Licht unter und wir gehen ins Bettchen. Und für die YouTube-Aufzeichnung speichere ich ab und dann machen wir einen Cut und das gucken wir uns morgen an. Gutes Nächtle.